Panel. Wir haben drei Vorträge, die sich mit dem Thema Animation und Wirklichkeit theoretische Annäherungen auseinandersetzen. Und die erste Vortragende ist meine Kollegin die Julia Eckel, die nicht nur in dieser Konferenz im Conference Committee ist, sondern auch die Sprecherin der AG Animation ist. Und man sieht es hier schon, an der Ruhr-Universität in Bochum arbeitet am Institut für Medienwissenschaften, dort auch im DFG-Graduiertenkolleg das dokumentarische Exzess und Entzug, das koordiniert und mit mir und mit anderen gemeinsam einige Bücher auch schon zum Thema Animation herausgegeben haben. Das neueste Werk, das wir mit der AG Animation gemacht haben, ist Ästhetik des Gemachten, das bei De Gruyter erschienen ist, das draußen auch auf dem Büchertisch liegt, das wir mit drei anderen Kollegen herausgegeben haben. Und vielleicht die wichtigste Nachricht, Julia hat dieses Jahr ihr Doktorat abgeschlossen. Und heute wird sie zum Thema sprechen, Tech-Demo, Tech-Doku zur Wirklichkeit des Animierens. Julia? Achso, und wir werden die Diskussion nach den drei Vorträgen gemeinsam im Anschluss machen. Ja. Ja, klar. Ja, vielen Dank, Erwin, schon mal für die Vorstellung und für den Szenenapplaus. Das ist schon mal sehr nett. ja, ich freue mich sehr, jetzt hier den ersten Vortrag quasi des regulären Vortragsprogramms leisten zu dürfen, vor allen Dingen nach der wunderbaren Keynote von Andreas Hückade. Das ist natürlich, ja, da kann ich nicht so mithalten mit diesen Einblicken in das Arbeiten an Animationen. Deswegen umso herzlicheren Dank, dass das so ein toller Auftakt war. Bei mir wird es jetzt ein bisschen theoretischer werden, aber keine Angst, ich habe auch ein paar Beispiele im Gepäck, also auch viel Material, was wir uns anschauen können. Und wo ich gerade schon mal hier vorne stehe, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank eben auch von Seiten der AG und von mir auch persönlich an das Team hier vor Ort in St. Pölten, auch an Franziska, an Silvian, alle, die beteiligt sind. Wir haben uns ja zum Teil noch gar nicht selber gesehen, weil ich immer nur auf Distanz irgendwie Teil dieses Teams war und immer nur so Zaungast, aber auf jeden Fall nochmal ganz herzlichen Dank, dass ihr das hier so toll realisiert habt. Genau, worum geht es also heute in meinem Vortrag? Ich habe mir überlegt, dass ich mal den Titel der Tagung zum Anlass nehme, um über die Arten und Weisen nachzudenken, wie Wirklichkeit und Animation miteinander zu verkoppeln sind, indem ich nämlich die Begriffe des Claims in Wirklichkeit Animation mal ein wenig durcheinander geschüttelt habe. Und herausgekommen sind dabei drei Varianten, die meiner Ansicht nach auf drei gedankliche Horizonte verweisen, nämlich erstens auf sowas wie die definitorische Frage, was eigentlich in Wirklichkeit Animation ist. Dann zweitens auf die kontextuelle Frage, wie Animation in Wirklichkeit ist, also wie Animation in Wirklichkeit funktioniert und eingebettet ist, wie sie sich also abspielt. Und zum dritten auf die inhaltliche Frage, wie Wirklichkeit dann auch wiederum in Animation ist. Für die erste Frage ist dabei in der Regel so ein bisschen die Animationstheorie und Forschung zuständig. Also sie ist darum bemüht, Animation zum Beispiel als Bildtypus, als Bildästhetik, als Genre oder auch als Bündel technischer Verfahren zu beleuchten und vor allen Dingen Begriffe zu finden, um sie zu beschreiben und zu analysieren. Da gehöre ich wahrscheinlich so ein bisschen in die Schublade. Für die zweite Ebene sind wiederum andere Bereiche zuständig, wie etwa Animationsproduzierende, Vertreibende und Rezipierende, die eben quasi wirklich Animation schaffen. Auch sowas wie Software oder Hardware oder sonstige Materialien sind natürlich beteiligt, also sei es Stift, Knete, Sand, Papier, was auch immer man benutzt, um zu animieren. Oder eben auch sowas wie ja, institutionelle Produktionskontexte, das heißt Hochschulen, die Industrie und so weiter. Das heißt also, Animation ist in der Wirklichkeit verankert, weil in der Regel Menschen und Maschinen sie realisieren und sie dann als Filme oder in anderen Aggregatzuständen vorhanden sind. Also als Texte, die wir ansehen und gegebenenfalls analysieren können. Das können also Filme sein, das können Games sein, das können Interfaces oder Installationen sein. Da sind natürlich alle Formen denkbar. Und der dritte Fragehorizont zielt dann wiederum auf den Inhalt und die Form dieser animierten Bewegtbilder ab, nämlich auf die Frage, wie einerseits reale Vorgänge ihren Niederschlag im Animationsfilm finden, also zum Beispiel im Bereich des Animadoc-Films, dazu werden wir auch gleich noch ein ganzes Panel haben. Gemeint sind aber auch Spuren der zweiten Ebene, also der Produktionskontexte, also eben der Verweischarakter, den animierte Bilder im Hinblick auf ihre eigene Beschaffenheit haben. Das heißt, wir erkennen relativ schnell, was jetzt irgendwie ein Stop-Motion-Trick ist, was eine analoge, was eine digitale Animation ist. Vielleicht erkennen wir es manchmal auch nicht, aber zumindest, dass wir irgendwie erkennen, das ist Animation und das ist was anderes als Live-Action. Das ist zumindest etwas, was sich oft in Animation aufdrängt. Also diese schöne Materialität, die sie uns mitbringt.
Auf allen diesen Ebenen lässt sich also die Frage stellen, wie sich Animation in und als ein wirkliches Phänomen konstituiert. Und im kurzen Rahmen dieses Vortrags etwas Haltbares oder Nachhaltiges zum Begriff der Wirklichkeit zu sagen, das möchte ich mir nun wirklich nicht anmaßen. Das wäre eine philosophische Diskussion, die andere Leute führen müssten. Das heißt, da werde ich jetzt nicht definitorisch irgendwie einsteigen. An dieser Stelle soll also so eine Art ganz heuristische Definition reichen, nämlich dass Wirklichkeit jetzt hier mal als der Rahmen definiert sein soll, in dem Animation als solche erfahrbar, sichtbar und diskursiv wie dispositiv konstruiert wird. Also ich berufe mich da so ein bisschen auf die Foucault'schen Vorstellung des Dispositivs und des Diskurses. Mein Fokus soll daher also weniger auf dem Bereich der Wirklichkeit liegen, nämlich, sondern auf dem Bereich der Animation. Auch wenn natürlich auch dieser Begriff der Animation selbst immer wieder keiner stabilen Definition unterliegt. Also die Animationstheorie arbeitet sich natürlich stetig daran ab, ständig zu sagen, was Animation eigentlich sein könnte. Und auch natürlich die Praxis, also die technischen Anwendungen definieren natürlich auch jederzeit immer wieder um, was als Animation gefasst werden kann und was nicht. Das heißt also, ich habe mit zwei sehr, sehr ja, vielleicht schwammigen Begriffen zu tun, wobei mir die Animation natürlich noch näher ist als die Wirklichkeit. Das heißt also, um diese beiden Begriffe soll es hier gehen und quasi wie sie sich gegenseitig auch Kontur verleihen, also wie sie sich gegenseitig konstituieren und konstruieren, das soll Thema sein. Denn es scheint vor allem auf der dritten Ebene der genannten natürlich auch möglich, dass es nicht nur die Wirklichkeit dafür Bedingung ist, was Animation ist, sondern dass natürlich auch Animation etwas darüber aussagt, was eigentlich Wirklichkeit ist und wie Wirklichkeit funktioniert. Genau, doch wie lassen sich jetzt diese zugegebenen sehr abstrakten Fragen mal konkretisieren? Was habe ich nun mit dieser schematischen Unterscheidung und diesen undefinierten Begriffen in meinem Vortrag ganz konkret vor? Wie gesagt, sind für die drei Fragehorizonte jeweils unterschiedliche Bereiche zuständig, wobei auch das natürlich eine sehr schematische Unterteilung ist, dass man sagt, okay, das eine macht die Theorie, das andere macht die Produktion und Rezeption quasi und das dritte ist der Text. Aber was ich tun möchte, ist mir Beispielmaterialien anzuschauen, in denen meiner Meinung nach diese drei Fragen exemplarisch kondensiert zusammenkommen. Dabei sind es Materialien, die sonst im Kontext der Animationsforschung tendenziell ja, also nicht so eine zentrale Rolle spielen. Die werden immer mal wieder irgendwie angesprochen, aber nicht so zentral gesetzt wie zum Beispiel die Filme selbst. Und zwar sind dies Tech-Demos und Making-Offs. Unter Tech-Demos verstehe ich dabei Filme, die quasi die Wirkweise, Ästhetik und Funktionen aktueller Animationstechnik demonstrieren. Zum Beispiel sind dies Videos, die von Softwareprogrammiererinnen dann produziert werden, wenn sie zum Beispiel auf Konferenzen wie die SIGGRAPH fahren und dann zeigen, was sie jetzt irgendwie Neues programmiert haben und welche neuen Tools es gibt. Oder es sind auch ganz oft Demonstrationen, daher kommt der Begriff eigentlich noch viel eher, die zum Beispiel die Rechnerleistung von Computerspiel-Engines demonstrieren, wenn es darum geht, die Schnelligkeit und Qualität von Grafikberechnungen in den Maschinen halt aufzuzeigen. Also zu zeigen, hier, das können wir jetzt machen, so realistisch sind die Bilder in diesem Spiel. Und Making-ofs, das ist natürlich ein bisschen vielleicht das breiter etablierte Phänomen, sind Filme, die Produktion von Animationsfilmen dokumentieren. Die werden natürlich häufig im Zuge von Vermarktungen und Verkaufsprozessen benutzt, zum Beispiel als Bonusmaterial auf DVDs, da kennen wir sie natürlich alle. Es geht also im Folgenden um solche Tech-Demonstrationen und Tech-Dokumentationen, wie man sagen könnte, also Tech-Demos und Tech-Dokus, wie man es abkürzt, die in expliziter Art und Weise die Frage nach der Realisierbarkeit und damit eben nach der Realität oder Wirklichkeit von Animation bzw. dem Animieren als Prozess verhandeln. Meine Idee bzw. These ist es dabei, dass diese Filme die genannten Fragehorizonte in verdichteter Form adressieren, weil sie in der Regel Einblicke in die produktionstechnischen Hintergründe von Gründer von Animation liefern. Das wäre die zweite Ebene, die ich eben angesprochen habe. Damit gleichzeitig zu einer Definition dessen beitragen, was Animation eigentlich ist. Das wäre dann wieder die erste Ebene, also die definitorische. Und sie zuletzt in ihren Bildern offenlegen, wie diese produktionstechnische Wirklichkeit sich schließlich in die Animation selbst einschreibt. Das wäre dann die dritte Ebene. Und da ich nicht so viel Zeit habe, steige ich gleich mal mit ein paar Beispielen ein, um zu zeigen, warum genau ich Tech-Demos und Making-Offs für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Animation und Wirklichkeit für einen so ergiebigen Gegenstand halte. Dabei kann ich hier nur sehr kurze Ausschnitte zeigen und aus Zeitgründen auch nur in rudimentärer Form anteasern, welche Aspekte ich hier spannend finde, aber für einen ersten Eindruck sollte es hoffentlich reichen. Und wenigstens bleibt so noch etwas Zeit für die Diskussion. Zunächst also zu den Tech-Demos und hier das Beispiel einer Körpersimulation mit Hilfe des sogenannten Dyna-Models. Da bräuchte ich Ton. Generalizes and emotions, provides animator controls for manipulating soft tissue effects and can be applied to stylized characters. Many previous methods like Scape learn a body shape model from static 3D scans. These methods model static soft tissue deformations, but not dynamic ones, resulting in stiff-looking animations. To learn a model of soft tissue deformation, we need data. To capture bodies in motion, we use a custom active stereo system that uses 22 pairs of stereo cameras and speckle projectors
to capture 3D body shape at 60 frames per second in a wide range of natural motions. Ich lasse das Video einfach im Hintergrund ein bisschen weiter laufen und spreche einfach drüber. Was wir hier sehen, ist eine Sequenz aus einem Demonstrationsvideo einer Forschungseinrichtung des Max-Planck-Instituts in Tübingen, die zu sogenannten Soft-Tissue-Movements forscht und versucht, Modelle für die beweglichen, äußerlichen, ich sage mal Weichteile, so könnte man sagen, menschlicher Körper zu entwickeln. Es geht also um ein Model of Dynamic Human Shape and Motion, das ist dieses sogenannte Dyna-Model. Und tatsächlich ist es so, dass die sich eben Leute, also verschiedenstförmige Models, in ihr Laboratorium einladen und die dann vor der Kamera so ein bisschen wippen lassen. Klar zu sehen ist in diesem Video eine Offenlegung der Machart von Animation. Das heißt, dieses Video gibt natürlich einen Einblick darin, wie quasi Techniken entwickelt werden, die dann irgendwie später vielleicht auch mal in Animationssoftware Eingang finden. Das heißt, es wird offengelegt, was eigentlich die Basis also von Software ist und welche Algorithmen dafür verwendet werden. Das ist in der Regel ganz oft das Ziel dieser Videos. Und was mich besonders interessiert, sind dabei die ästhetischen Strategien, die hier zum Einsatz kommen. Grundsätzlich ist erstmal ein stetiger Abgleich der animierten Bilder festzustellen, und zwar mit sowas wie Realität. Das scheint mir der wichtigste Motor dieses Videos. Also es ist natürlich nur am Anfang einmal kurz Live-Action-Material zu sehen, nämlich dann, wenn wir diese Frau in diesem Laboratorium sehen, wie sie vor der Kamera sich bewegt. Ansonsten bleibt das quasi animiert, also man sieht nur animierte Bilder. Aber was natürlich stattfindet, ist immer wieder ein Vergleichsmodus. Also es werden immer wieder Figuren im Bild gedoppelt und verdreifacht, um quasi verschiedene Versionen miteinander abzugleichen. Und was aber natürlich im Hinterkopf immer wieder funktioniert, ist, dass wir eigentlich immer wieder einen Abgleich mit der Realität machen. Also, dass wir die Figuren untereinander abgleichen, aber dass wir auch immer wieder gucken, finden wir das glaubwürdig? Funktioniert das für uns? Also Realität bleibt da oder Wirklichkeit bleibt da etwas Implizites, was über diese Bilder aber ganz klar evoziert wird als Ziel dieses Ganzen. Und interessant sind dabei auch die dokumentarischen Beglaubigungsstrategien, die stattfinden, dass wir nämlich zum Beispiel so eine Voice-of-God-Stimme haben, das ist im Dokumentarfilm relativ gängig, also eine Stimme, die uns erklärt, was da eigentlich passiert von so einem sehr erhobenen Podest aus. Genau, und wie gesagt, es gibt Splitscreens, es gibt Bildverdopplungen und Überlagerungen als ästhetische Argumente, das heißt, es geht eigentlich immer in diesen Videos, also ganz oft in diesen Demonstrationsvideos, darum Qualitätsunterschiede sichtbar zu machen, das heißt, das Ideal im Hintergrund bleibt der Wirklichkeitseindruck beziehungsweise sowas wie ein überzeugender Realismus. Ein weiteres Beispiel dazu. Hier handelt es sich um eine Haaranimation, da brauche ich keinen Ton. Nein, brauche ich nicht, super. Hier definiert sich Animation ganz klar noch zusätzlich, und das passiert auch oft in diesen Tech-Demos, als ein explizit filmisches Medium, in dem zum Beispiel nämlich auf Verfahren wie Slow Motions und Replays zurückgegriffen wird. Das ist auch sehr häufig zu sehen in diesen Videos. Das heißt, hier geht es auch so ein bisschen darum, zu demonstrieren, was der Mehrwert ist von Animation auch gegenüber zum Beispiel realfilmischen Verfahren, nämlich, dass man immer alles auch in Zeitlupe benutzen kann, dass man verschiedene Kameraeinstellungen benutzen kann und dass man eigentlich immer ein und dieselbe Einstellung unendliche Male reproduzieren kann, ohne also und sich frei dann in diesem virtuellen Raum bewegen kann, ohne dass dabei was anderes rauskommt. Und ebenfalls ist hier ganz klar ein Gestus zu erkennen, nämlich der Errettung einer Simulation beziehungsweise ja, einer Errettung der äußeren Wirklichkeit oder der Simulation einer äußeren Wirklichkeit, zum Beispiel wenn dann auch genaue Maße angegeben werden, also bei 5 cm langen Haaren, 3 cm langen Haaren, ganz oft geht es dann auch um sowas wie physikalische Gegebenheiten, in denen das passiert. Beide Filme, also beide, die wir gesehen haben, laden also quasi dazu ein, sie an der Wirklichkeit zu messen. Was hier deutlich wird, ist, dass diese Filme gleichzeitig an einer Vorstellung von Wirklichkeit ebenso wie an einer Vorstellung von Animation arbeiten. Die Realität, die sie abbilden oder vielmehr herstellen wollen, ist dabei allerdings nicht nur die außerfilmische Realität, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist natürlich der Horizont, der immer gegeben bleibt, weil wir immer wieder abgleichen mit dem, was wir als Realitätsvorstellung vielleicht mitbringen in der Rezeption. Sondern es ist immer auch ein quasi sich Einbetten der Animation in die Realität des Filmbildes, weil natürlich diese Dinge vor allen Dingen im Bild funktionieren sollen. Es geht also nicht darum, echte Menschen und echte Haare und echte, echte Wasserbewegungen zu realisieren. Also es geht ja nicht darum, das in Wirklichkeit zu erzeugen, sondern es geht darum, das im Bild zu erzeugen, also im Bild realistisch funktionieren zu lassen. Das ist der eine Aspekt, der bei mir Tech-Demos besonders, der meiner Meinung nach in diesen Tech-Demos besonders stark zu finden ist. Und nun schauen wir mal auf die zweite Kategorie an Material, nämlich Making-ofs. Da zeige ich jetzt ein etwas längeres, also 2-Minuten-Video. Und achten Sie mal darauf, ob Ihnen auffällt, an welchen Stellen hier nämlich Wirklichkeit eine Rolle spielt in diesem Making-of. Making up a song about Coraline. She's a peach, she's a doll, she's a pal of mine. One of the reasons it's so magical for me is it's an actual performance through the puppet by the animator. Whoa! It's kind of like being an actor, only acting through something rather than being in front of the camera.
And you have to start at the beginning and go through it and go to the end. And you can't backtrack and you can't second guess. You've got to do it one time only. So it is a performance in the truest sense in stop motion. As soon as you set that shot up and you started animating, that shot sort of coming to life before your eyes. We record the voices first so we know where all the mouth positions should be. And then the animators match their mouth movements to what the actors have already done. Oh my God. I initially did listen to a lot of Terry Hatcher and just try to get some of her body language and some of the way she would deliver things, just so that the puppet is echoing the way she would handle things with her body. Now you're going to stay here forever. Sometimes the harder shots are shots that you don't have any dialogue for, because then you're having to create all the emotion or the tension yourself in the animation, and that can sometimes be harder. Now don't be difficult, Coraline. Of course, that all comes from the animator. The shot's really good. You can bet there's an animator laying on the floor somewhere, huddled up in a ball, probably weeping. You start one place, you have an idea what you're going to get, and by the time you're done, it's never exactly what you envisioned, because the puppet has a mind of its own, and we love them and we hate them, but we can never predict what they're going to do, really. I knew it was real. I really enjoy it. I actually love the process. It's painful but rewarding. When you see her, you know, doing a thing and living and breathing, that's when you know that it's all worthwhile, that all the hard work that people put into it is really for something special. I get to see magic every day, so it's a pretty cool thing. I'm way too old for dolls. Genau. Interessant, wenn man sich Making-ofs von Animationsfilmen anschaut, ist, dass sie selbst vielfach explizit auf den Realitätsstatus ihrer selbst rekurrieren, hier in diesem Beispiel zum Film Coraline, etwa im Hinblick auf die Verbindung von Realität der Produktionsbedingungen zur Realität innerhalb des Films. Das heißt, die Puppen kriegen hier ein Eigenleben, sie kriegen quasi einen eigenen Kopf, der sich eben in die Produktion einschreibt. Das, was wir auch gerade bei Andreas Hückarde schon gehört haben, dass quasi AnimatorInnen eigentlich die Schauspielerinnen des Animationsfilms sind, ist hier auch ganz deutlich zu sehen. Also es geht um eine Verkopplung der Performance quasi im Set mit der Performance natürlich auch der Puppen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Selbst in Bezug auf die Analogie von Stimme und Puppe, die eigentlich dann in der Synchronisation erst eine Rolle spielt, aber hier natürlich auch vorproduziert ist, eben für die Animation. Auch da geht es darum, quasi diese Realität von Terry Hatcher als Person auch irgendwie und als Schauspielerin in die Puppe zu übertragen. Das heißt, was hier ganz wichtig ist, ist eben genau die Realisation von Animation. Und das ist natürlich, der Begriff der Realisation verweist natürlich schon auf diese Wirklichkeit, die hier konstituiert wird. Das heißt, man sieht Dingen dabei zu, wie sie wirklich werden. Also ein bisschen die Magic, die auch am Ende angesprochen wurde. Wie also aus der Sphäre der außerfilmischen Produktionsrealität eine Realität des Films entsteht und wie quasi diese außerfilmische in die innerfilmische Realität überführt wird. Dabei sind vor allem die Sequenzen interessant, meiner Meinung nach, die im Zeitraffer entstehen, also um wieder auf die ästhetischen Strukturen dieser Videos zu gucken, die nämlich, also die Zeitraffer, die man am Anfang vor allen Dingen gesehen hat, wo man das Entstehen der Animation eben im Zeitraffer sieht, weil das so eine ganz tolle Doppelung ganz oft als ästhetisches Phänomen auch innerhalb gerade dieser Making-ofs von Animationsfilmen bringt, nämlich, dass man plötzlich eine Verkehrung der Zusammenhänge hat. Das heißt, also ich habe ganz am Ende auch noch ein Video, wo man das sehr deutlich sieht, also wo quasi die Figur plötzlich in quasi sowas wie einer filmischen Echtzeit läuft, also man sieht, wie die Figur als animierte Figur funktioniert, während gleichzeitig der Animator, der so drumherum schwirrt die ganze Zeit im Zeitraffer, eigentlich zur Trickfigur wird in dem Moment. Das heißt, es gibt so ein bisschen so eine Verkehrung der Verhältnisse in diesen Formen der visuellen Argumentation in diesen Filmen sehr oft. Und die Betonung der Performance ist dabei auch sehr, sehr wichtig und immer wieder gerne benutzt und vertreten und betont. Dazu ein zweites Beispiel, nämlich von Avatar in Making Of. Das lasse ich auch ohne Ton laufen und spreche einfach drüber. Weil nämlich das, worauf ich hinaus will, hier ganz gut zu sehen ist, auch wenn man es ohne Ton hört und vielleicht kennen es auch einige schon. Hier sind ebenfalls die ästhetischen Gestaltungsmittel interessant, die zur Konstitution von Animationen im Abgleich mit der Produktionsrealität eingesetzt werden. Das sind zum einen auch Splitscreens, das werden wir gleich noch sehen, die hier teils aber auch auf der non-diegetischen Bildebene auftreten. Das heißt, wir haben klassische Splitscreens, die also mit schwarzen Balken unterteilt werden, aber wir haben auch immer wieder diese Blicke quasi an Set, wo auch immer Leute an Monitoren sitzen oder halt nachher im Schnittraum. Das heißt, wir haben eine Verdopplung quasi von Screens im Bild, die aber auf diegetischer Ebene stattfindet. Und worum es geht, ist natürlich immer wieder der Abgleich von Realität und Filmbild. Also, dass quasi die Produzierenden, aber auch eben die Leute, die diese Making-ofs gucken, immer wieder die Möglichkeit haben, genau diese Beziehungen herzustellen. Und interessant ist an beiden Making-ofs dabei, dass sie vielfach darum bemüht sind, die Grenzen zwischen Animation und Wirklichkeit zu verwischen, auch argumentativ. So ist bei Avatar zum Beispiel bei diesem Making-of am Anfang James Cameron zu hören, wie er nochmals betont, dass Avatar ja kein Animationsfilm ist. Also er sagt das mehrfach und auch die Leute
quasi, die interviewt werden, sagen das mehrfach, das ist immer, this is not an animated film. Es ist halt was anderes. Also es geht immer wieder um die Betonung dessen, dass da reale Vorgänge eigentlich die Vorlage bilden und das ein ganz wichtiges Argument eben für die Konstitution dessen ist, was dann aber auch die Animation leistet, also im Vergleich mit diesen realistischen Bildern. Und ja, das schaffe ich, bin ich gleich durch. Und und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist natürlich auch hier wieder sowas wie eine klassisch-dokumentarische Beglaubigungsstrategie, nämlich Experteninterviews und Expertinneninterviews. Das heißt also, man hat immer Leute, die mit einem sprechen und einem dann erklären, was da passiert. Auch das ist ein interessanter Aspekt, gerade an diesen Formaten, weswegen ich diese Materialien auch so spannend finde. Ich komme schon zu meinem Fazit. Ich hoffe, anhand der Beispiele ist klar geworden, wie sich hier die drei genannten Fragehorizonte miteinander verbinden. So verweist die Offenlegung und Demonstration der Bedingungen, die für die Realisierung von Animation notwendig und möglich sind, auf die zweite Ebene, also auf die Frage, wie Animation in Wirklichkeit eingebettet ist, also wie sie in Wirklichkeit passiert. So dann kreiert der Einblick in diese Prozesse einen Eindruck davon, wie sich dann wiederum diese Produktionsprozesse im fertigen Bild manifestieren, wie also diese Realität der Produktion in den Bildern selbst wirksam wird. Das heißt, das wäre der Verweis auf die dritte Ebene, also wie Wirklichkeit in Animation eingebettet ist. Und zuletzt, so wäre meine These, arbeiten sich diese Formate dadurch, obwohl sie eben selbst vielleicht auch nur teilweise tatsächlich animiert sind, also ne, man hat ja bei den Making-ofs eben größtenteils Live-Action-Material, in konzentrierter Form an der eigentlich animationstheoretischen Frage ab, was eigentlich Animation ist. Also alle diese Formate versuchen eigentlich immer wieder irgendwie auch zu definieren, was Animation ist. Wie man an diesen minimalen Ausschnitten gesehen hat, lohnt es sich also im Hinblick auf eine Definition von Animation, eben nicht nur Animationsfilme selbst zu untersuchen und oder entsprechende theoretische Konzepte zu konsultieren, sondern es lohnt auch einen Blick auf diese paratextuellen oder produktionsseitigen Begleitfilme, die ebenfalls verhandeln, was als Animation aufgefasst und sichtbar wird. Sich mit Making-ofs und Tech-Demos zu beschäftigen, ermöglicht es in diesem Sinne, Wirklichkeit und Animation in ihrer gegenseitigen Durchdringung und diskursiven Generierung über mehrere Ebenen sichtbar zu machen. Und wie gesagt, es bleibt schwammig, was Wirklichkeit und was Animation ist, aber zumindest habe ich irgendwie, glaube ich, dass das Gegenstände sind, die das zumindest irgendwie thematisieren. Und als kleines letztes Beispiel, das zeigt, wie Animation zum Beispiel im Making-of über seine eigene Wirklichkeit nachdenkt, möchte ich diesen wunderbaren Making-of-Trailer zum Box-Trolls-Film von 2014 zeigen, der hier sogar nicht nur über die Wirklichkeit der Animation, sondern vielleicht auch die Wirklichkeit generell nachdenkt. Und dafür brauche ich wieder Ton. It's keeping the streets clean. Free from evil. Yeah. You ever think about the universe, Mr. Trout? What if our world is just like a tiny speck? A tiny little speck. And they're a giant looking down on us. And every time we move, it's actually them moving us. Seems a bit tedious. Like that, just there, me blinking. That would have taken them a day. Me moving my arm, 500 men. I mean, none of them are going home. They're having to do this bit. And now this bit. And this bit. I mean, this should stop. I think it throws up notions of free will. It's too much. And then they would have had to have done me talking about the blink, and it never ends. I think they make a meal of it, to be honest. I don't know how they get the time. They've got to have other jobs. It's more like a hobby. You know, like stamp collecting, something you do in your free time. Thank you for your Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Und jetzt kommen wir zum nächsten Vortragenden, einem Kollegen von der Julia an der Ruhr-Uni in Bochum, nämlich den Felix Hasebrink. Felix hat schon seinen Abschluss in seiner Abschlussarbeit zur Animation gearbeitet. Er hat Medienwissenschaft und Komparatistik studiert, unter anderem auch in Madrid und in Lausanne. Und jetzt arbeitet er eben auch in Bochum. Und er wird uns heute zu Transforming Traces und vor allem zur Frage der Indexikalität und dem Animationsfilm vortragen. Vielen Dank. Dankeschön, Erwin, für die nette Einführung und für die Einladung vor die Organisation dieser tollen Tagung. Ich glaube, ich schließe mit dem, was ich mache, ganz gut an das, was Julia gerade präsentiert hat, aber werde eben sehr stark auf einen Begriff Bezug nehmen, der bei dir gar nicht gefallen ist, nämlich der Begriff der Indexikalität. Ganz kurz zum Aufbau, was ich machen möchte. Ich möchte einige
relativ bekannte Filmbeispiele zeigen, die ungefähr auf drei verschiedenen Ebenen verortet sind, bei denen so, glaube ich, animationsfilmische Indexikalität eine Rolle spielt. Ich werde mich dabei im Wesentlichen auf zweidimensionale grafische Animationsfilme konzentrieren, die um das Jahr 1940 herum entstanden sind. Das ist natürlich ein ziemlicher Sprung in die Vergangenheit, aber er erfolgt gewissermaßen aus der Theoriesituation von heute, in der, glaube ich, die Verbindung von Animation und Indexikalität nicht unbedingt selbstverständlich ist. Deshalb habe ich zum Einstieg zwei Zitate mitgebracht. Das erste: If the photographic cinema moves us towards the referential aspect of indexicality, thinking in terms of animation redirects our attention to the materiality of technology and its work on human perception. Thus, animation may move towards a capturing of the movement of the world, but it may also return us to the wonders of transformation and magic. Und direkt hinterher das zweite: Film, figured as a material medium, is constructed as having the capacity to index artistic intervention through its celluloid, its chemistry, its ability to be cut physically, and even its mechanical projection. The physical variability and irregularity of film have become newly important aspects of its ontology. Thus, the medium of film has been reconceived in recent years according to its ability to bear the artist's physical intervention as well as the indexical touch of light. Tom Gunning und Tess Takahashi reagieren in ihren Texten auf die gleiche Umbruchssituation. Spätestens seit den 1990er Jahren scheint sich Film als Medium unter dem Eindruck einer umfassenden Digitalisierung neu zu konfigurieren. Der Animationsfilm erfährt in dieser Situation eine massive theoretische Aufwertung. Plötzlich gelten handgemachte Bewegungsbilder nicht nur als Vorgeschichte, sondern auch als eine mögliche Zukunft des, zumindest im technischen Sinne, postfotografischen Films. Gunning und Takahashi nehmen diesen Gedanken auf. Gunning will eine alternative Genealogie des nicht-fotografischen Bewegungsbildes schreiben, wofür er auf die Transformationsbilder in den sogenannten Flickbooks und Flipbooks zurückgreift. Takahashi hingegen untersucht eine Reihe von eher avantgardistischen Animationsfilmen, in denen sie unter anderem eine Rückkehr zum Handgemachten und zum Motiv der Hand des oder der Künstlerin erkennt. Beide, Gunning und Takahashi, beziehen sich dabei interessanterweise auf Indexikalitätskonzepte, aber eben unter relativ verschiedenen Vorzeichen. Gunning möchte sich mithilfe des Animationsfilms von fotografischen Indexikalitätskonzepten in der Filmtheorie distanzieren. Takahashi wiederum verknüpft den Indexikalitätsbegriff gar nicht unbedingt mit dem Realfilm, sondern eher mit experimentellen Animationsfilmen. Also könnte man sagen, dass auf der einen Seite Indexikalität bei Gunning benutzt wird, um Animationsfilm und Realfilm voneinander abzugrenzen. Und auf der anderen Seite bei Takahashi steht die Idee, dass es sehr wohl eine spezifische Indexikalität auch des animationsfilmischen Bildes geben kann. Und hier möchte ich mit meinem Vortrag heute ansetzen. Ich möchte davon ausgehen, dass es durchaus produktiv sein kann, bestimmte Bildphänomene des Animationsfilms als indexikalische zu verstehen. Das gilt meines Erachtens nicht nur für Animationsfilme mit einem explizit dokumentarischen Anspruch. Also für diesen Bereich gibt es einige Studien und Arbeiten, die Indexikalität als Beschreibungskategorie für diese Filme stark machen. Mir geht es jetzt stärker um so etwas wie Verweise, die verschiedene Animationsfilme aus ihrer innerfilmischen Realität heraus auf die profilmische Realität ihrer eigenen Entstehung setzen. Ich werde mich dabei nicht nur auf Charles Sanders Peirce und seine Rezeption in der Fotografie- und Filmtheorie beziehen, sondern auch auf, wenn die Zeit noch reicht, auf Bruno Latour und seine Überlegungen zu einer sogenannten zirkulierenden Referenz, die dabei helfen soll, das Referenzielle in animationsfilmischer Indexikalität in einigen Fällen besser nachzuvollziehen. Damit komme ich zu einer ersten Ebene und zu einem, glaube ich, relativ bekannten Beispiel: der Film Dots von Norman McLaren von 1940, der über eine Laufzeit von 1 Minute und 40 Sekunden eine rote Fläche zeigt, auf der dunkelblaue und weiß umrandete Kleckse erscheinen. Sie ploppen regelrecht auf dem roten Untergrund auf, bevor sie in die virtuelle Tiefe des Bildes trudeln und dort wieder verschwinden. Jedes Aufblitzen eines Dots wird mit einem akustischen Plop-Geräusch begleitet. Aus diesen Punkten und Geräuschen entstehen dann Patterns in einem Zweivierteltakt, die im Laufe des Films zunehmend komplexer werden. Und wir schauen mal kurz einen Ausschnitt an. Thank you.
So geht das jetzt noch eine Weile weiter. Also es wird immer komplexer, der Rhythmus wird vielschichtiger. Aber ich finde hier interessant, dass diese Punkte, die Kleckse und die späteren Punktehaufen, die es gibt, eigentlich nichts figurieren. Mit Ausnahme von, das hat man gerade schon ein bisschen gesehen, mit also sowas wie sternförmige Gebilde, formen diese Objekte, diese Punkte keine wiedererkennbaren Körper, die in irgendeiner Form, wie bei Julia jetzt in der Realität außerhalb des Films verankert werden. Dennoch haben die Zuschauerinnen dieses Kurzfilms eine recht genaue Vorstellung davon, was diese Punkte sein könnten. Schuld daran ist, ich hoffe, es spielt jetzt ab, genau, der Vorspann vor einem blauen Hintergrund, mit dem der Film einsetzt. In mehreren Sprachen ist hier zu lesen, dass der folgende Film ohne Kamera und Tonaufnahmegerät produziert wurde, in dem direkt auf einen 35mm Filmstreifen gezeichnet und gemalt wurde. Der Film fordert also dazu auf, die Bildobjekte, die wir in dem Film sehen können, als Wirkungen von einem besonderen Herstellungsvorgang zu lesen. Behauptet wird eine kausale Verbindung. Jeder Punkt, jeder Klecks sei die unmittelbare Wirkung von McLarens Zeichengeräten auf dem unbelichteten Filmstreifen. Das ist ein Verhältnis, das ziemlich genau der Definition einer indexikalischen Zeichenobjektbeziehung nach Charles Sanders Peirce entspricht. Ein Index, neben dem Ikon und dem Symbol die zweite der drei sogenannten dynamischen Zeichenobjektbeziehungen, definiert sich laut Peirce durch eine, Zitat, existenzielle Beziehung zu seinem Objekt, Zitat Ende. Ein Index ist zwar physisch von seinem Objekt getrennt, könnte ohne sein Objekt aber nicht existieren. Index und Objekt stehen also in einer Kongruenz- und oder Kausalbeziehung zueinander. Peirce nennt als Beispiele unter anderem eine Sonnenuhr, ein Maßband, einen Wetterhahn, eine Rauchwolke und im Rückgriff auf Daniel Defoe's Robinson Crusoe einen Fußabdruck im Sand. Auch die Dots in McLarens Film behaupten gewissermaßen, Abdrücke eines Zeichengeräts zu sein, obwohl die Animation der Punkte eben nicht nur ein einzelner Punkt auf einem einzelnen Fotogramm sind, sondern für die Produktion des Films natürlich eine ganze Serie von kalkulierten Punkten auf eine Reihe von Einzelbildern gemalt werden musste. Streng genommen lässt sich außerdem rein aus den Bildern nicht ablesen, dass hier ein Animator direkt auf einem Filmstreifen gearbeitet hat. Dafür ist ein spezifisches Kontextwissen notwendig. Es wird zum einen durch den Vorspann geliefert, zum anderen aber auch durch filmexternes Material. Im Hinblick auf die Tonspur ist es zum Beispiel das Making-of, Pinpoint Percussion, das 1951 am National Film Board of Canada produziert wurde. Und ich spiele mal einen kurzen Ausschnitt an. Upp. Nein. Well, if a sound will make a pattern on film will make a sound. You can even create your own sounds by drawing directly on the film. Norman McLaren, the motion picture artist, has been making some hand-drawn sounds, and now he's going to hear them for the first time, played on the Moviola, a sort of miniature movie projector. Peirce selbst denkt Formen wie die wir gerade, na gut, vielleicht nicht diesen Film, aber Formen von Kontextwissen in seiner Indexikalitätstheorie sehr wohl mit. Um nochmal auf das berühmte Beispiel Fotografie zurückzukommen, die Interpretation eines Fotos als Index ergibt sich weniger aus dem Erscheinungsbild des Fotos. Die Betrachterinnen des Bildes müssen stattdessen im Vorfeld wissen, dass ein klassischer Fotoapparat einen chemischen Lichtabdruck erzeugt, um das Foto dann als Index aufzufassen. Der Index selbst ist erstmal nur ein reiner und gewissermaßen leerer Vergleich, wie Martin Doll in seinen Überlegungen zur Indexikalität des Digitalen sehr prägnant herausgearbeitet hat. Um McLarens Punkte also als Indizes zu lesen, ist eine Form des Wissens über filmische Herstellungsprozesse vonnöten, das paratextuell zur Verfügung gestellt werden muss. Ein solches Wissen ist auch bei einer zweiten Ebene von animationsfilmischer Indexikalität notwendig. Bei dieser Ebene geht es wieder um einen Verweis auf einen Herstellungszusammenhang, aber für den der Film selbst keine direkten Bilder liefert. Der Film Gulliver's Travels hatte 1939 pünktlich zum Weihnachtsgeschäft in den USA Premiere. Paramount wollte als Verleih an den Erfolg von Disney Snow White 2 Jahre zuvor anknüpfen, die Filmkritik reagierte jedoch eher verhalten.
Bei einem direkten Vergleich mit Disneys Langfilmdebüt zog der Film der Fleischerbrüder zumeist den kürzeren. Frank Nugent schrieb zum Beispiel in der New York Times: "Pointedly enough, the best parts of the Fleischer show are those which are most reminiscent of Disney. And pointedly too, the worst parts of it were Disney's stumbling blocks also. Inability to make a little prince and princess anything but expressionless dolls, to crease a natural human face into a smile or frown without the lines and shadows performing a square dance." Auf der einen Seite gibt es im Film die cartoonesk herumwuselnden Lilliputaner, auf der anderen Seite die merkwürdig farblos bleibenden Figuren Gulliver, Prinz David und Prinzessin Glory. Stärker noch als in Snow White treffen in diesem Film permanent zwei unterschiedliche Figurenkörperkonzepte aufeinander. Ein Beispiel wäre die Szene, in der der schlafende Gulliver nach seinem Abtransport vom Strand unsanft geweckt wird. Meine These wäre jetzt, dass hier ebenfalls ein indexikalischer Verweis aktiviert wird, und zwar gerade durch die offensichtliche visuelle Differenz zwischen Gullivers Körper und denjenigen der Lilliputaner. Peirce betont in einem späteren Text zu seinem Wetterhahn-Beispiel stärker noch als zuvor die deiktische Funktion von Indizes. Zitat: "Alles, was irgendwie Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist ein Indikator." Zitat Ende. Der Körper, der in dieser Szene die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist, sowohl innerdiegetisch als auch formal-ästhetisch, Gulliver selbst. Dass er wie ein Fremdkörper innerhalb einer Cartoon-Welt steht, liegt auch am Rotoskopieverfahren, das hier massiv für die Animation von Gulliver sowie des Prinzen oder der Prinzessin eingesetzt wurde. Der Schauspieler Sam Parker sprach nicht nur Gullivers Dialoge in komplettem Gulliver-Kostüm, zumindest suggerieren das die Promo-Fotos, stand er für zahlreiche Referenzaufnahmen vor der Kamera der Fleischers. Der gefilmte Parker ist im animierten Zeichentrick Gulliver visuell immer noch präsent. Man könnte sagen, die für die Fotografie sehr typische Vermischung eines indexikalischen Aufzeichnungsmoments und einer ikonischen Ähnlichkeit zwischen Bild und Objekt hat sich durch das Rotoskop bis ins fertige animationsfilmische Bild erhalten. Entscheidend ist, dass diese Form der Indexikalität aber keiner direkten, unmittelbaren Beziehung zwischen dem filmischen Bild als Zeichen und einem realen Referenzobjekt entspricht. Die Referenzaufnahmen von Parker wurden vom Mitarbeiterstab der Fleischers weiterverarbeitet. Eine solche Anleitung für die Bearbeitung der Aufnahmen sieht man hier rechts neben dem rechten Foto. Dabei ging es darum, dass sich einige Merkmale der indexikalischen Aufnahmen von Parker durchaus konstant halten. Sie sind die Voraussetzung, dass der animierte Gulliver immer noch den Schauspieler Parker referenziert. Animationsfilmische Indexikalität in Gulliver's Travels ist also eine vermittelte, eine bearbeitete. Dieses Modell ähnelt einem mehrstufigen Modell von Referenz, das in der Wissenschaftsforschung von Bruno Latour in einem ganz anderen Sachzusammenhang entwickelt wurde, aber ich würde meinen, dass man diese Idee sehr gut auf Animationsfilme übertragen kann. Latour interessiert sich für die Frage, inwiefern die Worte in einem naturwissenschaftlichen Forschungsbericht auf reale Forschungsobjekte referieren.
Als Beispiel dient ihm eine Forschergruppe im brasilianischen Regenwald, die immer wieder im Regenwald Bodenproben nehmen, Objekte aus dem Gelände nehmen und die dann durch ihre Tätigkeiten in, so könnte man sagen, grafische und verbale Zeichen umwandeln. Ein nicht unerheblicher Teil dieser Tätigkeiten entspricht der gezielten Herstellung von indexikalischen Korrelationen, gerade wenn der Regenwald mit verschiedenen Hilfsmitteln umfassend vermessen wird. Immer wieder gibt es hier Übersetzungen, so nennt das Latour, von einem realen Objekt in Zeichen und das oft mehrfach hintereinander. Irgendwo am Ende dieser Übersetzungskette steht dann der abschließende fertige Forschungsbericht. Zwischen dem Wald und diesem Text ist nun eine stabile Kette aus Übersetzungen gespannt. Referenz liegt für Latour in eben dieser Übersetzungskette. Zitat: Es scheint, als wäre Referenz nicht das, worauf man mit dem Finger zeigt, nicht ein externer materieller Garant für die Wahrheit einer Aussage, sondern vielmehr das, was durch eine Serie von Transformationen hindurch konstant gehalten wird. Ein vergleichbares Phänomen, so meine ich, tritt beim rotoskopierten Gulliver auf. Auch hier zirkuliert Referenz, ausgehend von seinem Erscheinungsbild im Film, entlang einer Kette von Übertragungen und Umwandlungen einer indexikalischen Filmaufnahme. Wenn Gulliver also auf den gefilmten Schauspieler Parker verweist, so verweist er ebenso auf die notwendigen Transformationen eben dieser Aufnahme. Bestimmte Charakteristika der ursprünglichen Referenzaufnahme haben sich trotzdem während der mehrstufigen Bearbeitungsschritte bis ins fertige Zeichentrickfilmbild hinein erhalten. In meinem ersten Beispiel hatten wir sozusagen den Körper eines Filmemachers, der sich indexikalisch im Animationsfilm ausgedrückt hat. Bei den Fleischers wandert ein solcher Körper gewissermaßen vor eine Kamera, die die filmische Figur verweist auf eine indexikalische Aufnahme zurück. In meiner dritten Ebene für animationsfilmische Indexikalität geht es nun gar nicht mehr um Körper, sondern primär um die Kamera selbst. Allerdings ist das keine reale, sondern eine virtuelle Kamera und auch dafür gab es ab den frühen 1930er Jahren bis hinein in die 1940er schon zahlreiche Beispiele. In den Mickey Mouse Cartoons Plain Crazy von 1928, The Haunted House von 1929 und The Gorilla Mystery wird ein Bildraum gezeigt, in dem eine Art subjektive Kamera mit Objekten im Raum zusammenstößt, Figuren aus der Tiefe des Bildes auf eine Kamera eindringen, die Linse kurz verdecken oder sie beinahe ganz verschlucken. In Mickeys Fire Brigade von 1935 spritzt ein Feuerwehrschlauch Löschwasser gegen eine Linse. In Red Hot Riding Hood von 1943 wird der Bildraum erschüttert, wenn der Wolf oder die Großmutter gegen eine massive Wand krachen. Und in Fast and Furious von 1949 wird das Bild in Zeitlupe geschaltet und kurz angehalten, um ein scharfes Bild des pfeilschnellen Roadrunners zu liefern. Donald Crafton interpretiert diese Bilder als Hinwendung zu einer neuen Raumlogik im Cartoon, die sich stark an der Performance von Schauspielern im Realfilm orientiert. Mit Purse könnte man allerdings auch sagen, dass sich diese Aufnahmen als degenerierte Indizes ausgeben. Die Bilder suggerieren, dass sie von einer kameraähnlichen Instanz aufgezeichnet wurden. Eine Kausalbeziehung zwischen dem Bild einer solchen Kamera und dem Geschehen vor dieser Kamera wird, Zitat Lambert Wiesing, künstlich hergestellt, nachgeahmt oder simuliert. Zitat Ende. Die generierte Indexikalität meint also, dass es zwischen dem Objekt als Ursache und dem Zeichen als Wirkung keine zwingende physikalische Korrelation gibt. Eine solche Korrelation wird vielmehr durch etwas Drittes künstlich hergestellt. Dieses Dritte ist ein Medium, also in dem Fall der Zeichentrickfilm, ohne den eine Kausalbeziehung streng genommen gar nicht existieren würde. Die degenerierten Indizes der 6 Beispielcartoons machen deutlich, dass es schon sehr früh ein ausgeprägtes Bewusstsein über die Beglaubigung und Realitätseffekte gab, die durch einen direkten Hinweis auf die filmende Kamera erzeugt werden. Diese Realitätseffekte sind natürlich Konventionen, die die Wirklichkeitsbeglaubigung des Bildes mit seinem indexikalischen Zustandekommen verschweißen. Diese Verknüpfung parodieren alle 6 Cartoons auf, so würde ich sagen, relativ effektvolle Weise. Zumindest aber machen sie darauf aufmerksam, dass es solche Darstellungskonventionen gibt und dass sie spielerisch simuliert werden können. Ich komme damit zum Ende. Indexikalische Verweise auf den Körper des Filmemachers, auf einen rotoskopierten Schauspielerkörper vor einer Kamera und schließlich auf eine simulierte Kamera selbst. Man könnte sich fragen, ob es sich bei diesen Fällen nicht immer um degenerierte Indizes im persischen Sinne handelt. Das wäre zumindest eine Position, in der sich Gunning und Takahashi mit ihrer Verwendung des Indexikalitätskonzeptes gar nicht unbedingt widersprechen würden. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
So, vielen Dank, Felix. Ja, also ich glaube, wir spannen einen schönen Bogen von den Making-ofs und Tech-Demos, wo das natürlich auch alles eine Rolle spielt, hin zu den Indexqualitätskonzepten von Felix und jetzt zum dritten Vortrag von Vera Schamal. Vera Schamal ist an der Universität in Zürich, wo sie auch studiert hat, nämlich Filmwissenschaft, Slavistik und Politologie. Und auch da also ihre Masterarbeit schon zu einem animationsspezifischen Thema gemacht hat, nämlich zu Verfahren materialer Kombination und die Frage visueller Repräsentation in den animierten Filmcollagen. Und sie arbeitet seit 3 Jahren als Doktorandin eben am Seminar für Filmwissenschaft und beschäftigt sich in ihrer Dissertation mit Bilder potenzieller Bewegung, Animation zwischen Abstraktion und Konkretisierung. Und heute wird sie vom Werden und Wirken der belebten Formen sprechen. Vielen Dank für diese nette Einführung und ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und bedanke mich auch für die Einladung und freue mich ganz besonders, mich meinen Vorrednern mit ihren interessanten, inspirierenden Beiträgen heute anschließen zu dürfen. Was ich heute machen werde, ist, ich werde einen Aspekt behandeln, der auch in meinem Dissertationsprojekt zu zeitgenössischen Animationsfilmen an der Grenze zwischen Wissenschaft und Kunst zur Rede kommt oder kommen wird. In diesem größeren Zusammenhang meiner Untersuchungen stelle ich mir eben auch unter anderem die Frage, wie mit dem Animationsfilm die Entstehung von Form in der Natur konzeptuell und visuell nachvollzogen werden kann und inwiefern Überlegungen zu Form und Animation in Beziehung gesetzt werden können, beziehungsweise Überlegungen zu Form und Bewegung. Es geht in einem Forschungsprojekt vor allem um Visualisierungen von Phänomenen, die mit bloßem Auge nicht oder kaum sichtbar sind, aber mit Geräten registriert werden können, beziehungsweise eben durch die Wissenschaft imaginiert werden können. Diese Animationen eröffnen damit ein eigenartiges Spannungsverhältnis zwischen der messbaren Materie und dem Bildmaterial, also zwischen dem Phänomen und seiner möglichen oder virtuellen imaginierten Form. Diesem Kerninteresse virtuelle Formen möchte ich mich anhand von 2 Beispielen, die ich ganz kurz zeigen werde, auch heute annähern. Zuerst möchte ich aber ganz kurz noch klären, inwiefern der Begriff der Wirklichkeit in diese Überlegungen hineinspielt. Ich berufe mich in meinem Beitrag auf ein Verständnis der Wirklichkeit als durch die Wahrnehmung verarbeitetes beziehungsweise eben durch Geräte registriertes. Dies ist zu differenzieren vom Verständnis der Wirklichkeit als Welt der Dinge an sich. Es geht also um eine Wirklichkeit, die durch Erkennen organisiert ist. Im verwandten Sinne kann man mit dem deutschen Kunsthistoriker Wilhelm Worringer die Wirklichkeit oder bei ihm eben die Natur als sichtbare Oberfläche der Dinge fassen. Wenn diese Einschränkung auf Visualität, also die Reduktion auf diese sichtbare Oberfläche der Dinge übernommen wird, dann kann weiter festgestellt werden, dass diese sichtbare Oberfläche der Dinge als Form durch die Wahrnehmung ins Bewusstsein gelingt. Vor allem in den Naturwissenschaften funktioniert die Klassifizierung natürlicher Phänomene traditionellerweise über den Vergleich äußerlicher Merkmale. Der Schlüssel zur Frage, warum die Dinge so aussehen, wie sie aussehen, liegt vorrangig in Evolution und Wachstum. Ich glaube, das kann man schon mal fraglos voranstellen. Der Schlüssel zur Frage liegt also in Prozessen der Entstehung. Das Werden und die Prozesshaftigkeit stellen somit die maßgebliche Erkenntnissphäre in Bezug auf die Formenlehre dar. Genau, also Prozesse, denen liegt ja eine Bewegung zugrunde und insofern idealerweise auch deren Veranschaulichung, also der Veranschaulichung von Prozessen. Es ist insofern nicht erstaunlich, dass sich eine ganze Reihe von Animationsfilmen mit Formbildungsprozessen ganz konkret auseinandersetzt und dabei in der Regel auch die eigene Medienontologie zur Anschauung bringt, nämlich das Prinzip der Bewegung, das Prinzip des In-Bewegung-Versetzens oder eben, was mich heute besonders interessiert, die Genese virtueller Formen. In den empirischen Wissenschaften führt die Frage nach der Form von der Beschreibung der makroskopischen, also mit dem bloßen Auge wahrnehmbaren äußerlichen Eigenschaften immer zurück auf inhärente Strukturen, welche die innere Ordnung von Phänomenen bestimmen. Diese innere Ordnung wird durch die Wissenschaft zum Beispiel als formbestimmendes Gerüst erklärt und damit natürlich auch schon imaginiert, weil das Gerüst ja auch schon ein Bild ist.
Mit dem Interesse an der intrinsischen Organisation provoziert das Verstehen der Form, also auch die Entdeckung und Untersuchung kleiner und kleinster Teilelemente unter der beobachtbaren Oberfläche der Dinge. Und eines dieser Teile, uns allen bekannt, ist beispielsweise die Zelle, und die ist auch der Star sozusagen in meinem zweiten Beispiel. Die Formen der Natur haben sich über Jahrtausende entwickelt. Sie sind also bedingt durch beständige Transformationen. Ihnen ist eine Zeitlichkeit eingeschrieben. Form und Zeit, beziehungsweise Form und Bewegung, sind wie eingangs angedeutet korrelierende Sachverhalte. Doch wie genau kann dieses Wechselverhältnis von Form und Zeit beschrieben werden? Diese Frage möchte ich anhand von zeitgenössischen Animationsfilmen angehen. Die Filme scheinen mit wissenschaftlichen und wissensgeschichtlichen Gedankengebäuden sozusagen zu korrespondieren, und zwar auf der konzeptionellen sowie auf der formalen Ebene. Und dazu eine erste bildliche Gegenüberstellung. Diese deutet schon solche mehrschichtigen Korrespondenzen an, und mit ihr kann auch schon auf einige Aspekte vorgegriffen werden, die ich gleich anschließend behandeln möchte. Links sehen Sie einen Still aus Boris Labés animierten Kurzfilm Rhizome. Und auf der rechten Seite ist die makroskopische Fotografie unterschiedlicher Arten von Radiolarien. Das sind so einzellige marine Organismen, zu sehen, und zwar in einem Legepräparat, das eben mit einer mikroskopischen Fotografie aufgenommen wurde. Neben den augenscheinlichen visuellen Ähnlichkeiten der auf monochromem Hintergrund abgebildeten, feingliedrigen, märtlich-kranzförmigen Gestalten gibt es eben offenbar auch einen Zusammenhang ihrer ontologischen Bestimmung, oder den möchte ich hier festmachen, also ihre Bedeutung und Funktionalität innerhalb eines größeren Sein- und Sinnzusammenhangs, und zwar als Urgebilde oder man könnte sagen Schriftzeichen eines Alphabets elementarer Formen. Und dies möchte ich ausführen, nachdem ich ganz kurz den Trailer zum Film zeige. Genau. In Labés, in ganzer Länge 11-minütigen Film, vermehren sich die zierlichen Objekte zu einer immer komplexer werdenden Organisation, die abstrakte, teilweise städtebaulich anmutende Einheiten ausbildet und schließlich in einem bunten Strudel gerät. Die virtuelle Kamera bewegt sich sukzessive weg von dem Geschehen und legt dabei immer größere Abschnitte davon frei, die sich sprunghaft durch Teilung vermehrenden, sich transformierenden und vibrierend über den Bildschirm wandernden Elemente gleichen, manchmal Tieren, aber auch Kristallen oder Blüten, und es gibt sicher noch weitere Assoziationen. Es wird allmählich klarer, dass sie Teile von Teilen eines wabenden Systems darstellen, eines sich verzweigenden Wurzelsystems sozusagen, wie der Titel des Films Rhizome es vorwegnimmt. Dieses System und seine originären Bausteine unterliegen scheinbar einer Art unaufhaltsamer Metamorphose, deren Ziel wir nicht ausmachen können. Eine Evolution ohne Anfang und Ende. Genau, und damit komme ich auch zu der bildlichen Gegenüberstellung zurück. Auf der rechten Seite eben diese Radiolarien, die eben ehemals auf Strahlentierchen genannten filigranen Meereslebewesen. Auf der rechten Seite, die sind ebenfalls als originär zu verstehen, und dies sogar in mehrerlei Hinsicht.
Viele hundert Millionen Jahre alt sind die Radiolarien ursprünglich in evolutionsbiologischer Hinsicht, also es sind Urtiere. Aber auch in geologischer Hinsicht sind die Einzeller als konstituierende ursprüngliche Elemente zu verstehen. Neben Schwämmen und Kieselalgen gehören sie nämlich zu den gesteinsbildenden Organismen. Das heißt, die zersetzten Skelette der Kleinstlebewesen bilden die Substanz von über Jahrtausenden gewachsenen Küstengesteinen, wie etwa diejenigen auf Barbados. Der deutsche Zoologe Ernst Haeckel, in dessen wissenschaftlicher Arbeit die Radiolarien einen hervorragenden Platz einnahmen, dazu komme ich gleich noch, beschreibt das barbadische Gestein dann auch wie folgt. Dem bloßen Auge zeigt diese Felsmasse keinen besonderen Charakter. Ein Blick unter das Mikroskop ergibt, dass dieselbe aus kieselalgigen Polyzystinen des Ozeans gebildet ist. Die Radiolarien fungierten in Haeckels morphologischem Denken als naturästhetische Musterorganismen. Die mit bloßem Auge kaum wahrnehmbaren marinen Einzeller veranschaulichten für Haeckel die idealen Symmetriegesetze der reinen und vollkommenen Form. Damit stellte Haeckel die Radiolarien in den Rang eines Grundelements aller Naturformen. Sie hatten für Haeckel darüber hinaus eine prägende Bedeutung für das Bildregime seiner eigenen biomorphen Ästhetik, die in seiner wohl populärsten Publikation Kunstformen der Natur ihre absoluteste Ausprägung fand. Und aus dieser Publikation hier auch zwei Abbildungen. Auf der linken Seite wieder die Radiolarien, beziehungsweise hier jetzt in Haeckels Interpretation. Und auf der rechten Seite verschiedene Pilzarten. Die Abbildungen in dieser Publikation, also nicht nur diese beiden, sondern allgemein zeugen nicht nur von Haeckels eindrücklichen künstlerischen Fähigkeiten, sondern widerspiegeln seine Konzeption des Weltganzen, das wiederum sein philosophisches Denken durchdringt. Die universalen Prinzipien der Natur gelangten für Haeckel in den allgegenwärtigen Symmetrien der Natur zur Sichtbarkeit. Und das ist hier sehr klar sichtbar, die Symmetrien, die eben diese unterschiedlichen, auch nicht nur Familien, also eben Pilze und diese Einzeller, sozusagen auf ein ästhetisches Feld heben, sondern auch verschiedene Größenordnungen. Im Beschrieb des Films, um jetzt zum Film von Boris Labbé zurückzukommen, heißt es auf der Website des Künstlers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, toutes choses dans l'univers sont étroitement connectées les unes aux autres, en interagissant, en se recomposant dans une combinaison de mouvements en perpétuelle métamorphose. Ich paraphrasiere, vom unendlich Kleinen zum unendlich Großen, alle Dinge des Universums sind aus Ängste miteinander verbunden, interagierend in einer Bewegung beständiger Metamorphose. Die kosmische Reigen der nicht weiter identifizierten Teilchen in Labbés Film steht in einer ideellen Verwandtschaft, würde ich sagen, mit einem historischen, naturwissenschaftlichen Universalverständnis, wie wir es beispielsweise bei Haeckel gesehen haben, aber auch viele andere Beispiele dafür. Ein Universalverständnis, gemäß dem es eine Ordnung der Formen gibt, basierend auf einer durch Symmetrie determinierten Urform. Die kosmische Verbindung sozusagen vom Kleinen, vom unendlich Kleinen zum unendlich Großen, von dem im Filmbeschrieb die Rede ist. In Rhizome wird eine nicht wirklich oder nicht im geringsten auf Wissenschaftlichkeit Anspruch erhebende Hypothese über die Entstehung und Entwicklung von Leben imaginiert. Aber auch die wissenschaftliche Thesenbildung demgegenüber ist als Imagination zu verstehen. Es stellt sich mir in meinem Forschungsprojekt daher auch die Frage, inwiefern das theoretisch-hypothetische imaginiert ist, also wie Theorie gebildet ist, auch mit dem Wortteil Bild. Im Zentrum steht die Erkundung dessen, wie die theoretische Auseinandersetzung mit dem Film und insbesondere dem Animationsfilm die Logik und Begrifflichkeit organischer Genese aufgreift. Und mit der Lava-Metapher bei Epstein ist da nur eines unter vielen Beispielen erwähnt.
Mit der Möglichkeit, dynamische Modelle zu liefern, bildet der Animationsfilm nämlich ein experimentelles Terrain, auf dem sich Hypothesen entfalten können. Und dies möchte ich anhand von einem zweiten Beispiel noch etwas verdeutlichen, das ich jetzt kurz zeige, oder einen Ausschnitt daraus zumindest. Ich hatte eigentlich das Gefühl, es wäre mit Ton gewesen, aber es macht eigentlich auch gar nichts, weil dann kann ich zeitsparend schon etwas weiterfahren mit meinen Gedanken, dass wir sicher auch noch genügend Zeit haben für die Diskussion. Genau, meine weiteren Überlegungen. Der Schlüssel zur Frage, warum die Dinge so aussehen, wie sie aussehen, das hatte ich eingangs schon so etwas angedeutet, liegt eben im Prozess und nicht im Ergebnis. Genau, so habe ich das anfangs eigentlich versucht, so ein bisschen darzulegen. Der französische Philosoph Gilbert Simondon formuliert eine Kritik an herkömmlichen Formbegriffen, wie sie beispielsweise, wie wir sie bei Aristoteles sehen, also Form als etwas Fertiges, als etwas Aktualisiertes. Und er meint eben, dass diese Formbegriffe nur eine verarmte Wirklichkeit erfassen können, eine Wirklichkeit ohne Potenziale. Auch wenn Simondons Ausführungen möglicherweise etwas zu weit ins Philosophische hineinführen, zumindest jetzt in diesem Rahmen, ist es für meine Überlegungen doch absolut wesentlich, eben dieses Verständnis der Wirklichkeit, das Verständnis einer Wirklichkeit der Potenziale als Voraussetzung der Entstehung von Formen. Simondon spricht auch von der potenziellen Energie eines Systems. Er spricht von einem metastabilen System. Potenzielle Energie ist es auch, welche die animistische Wirksamkeit des Films, also die magische Kraft der variablen Zeit, wie wir es beispielsweise bei Epstein lesen, geprägt hat. Aber das nur am Rande. Damit komme ich jetzt tatsächlich noch zu dem Beispiel. Das ist ein Beispiel. Ich habe es, glaube ich, vorher in der... Oh. Genau, die Angaben zum Film noch in der Präsentation. Andy Lomas, von dem der Film stammt, kategorisiert sein Projekt Cellular Forms als Systems Art, beziehungsweise, und hier zitiere ich ihn, als natural extension of systems art, where the artist defines a process that can be run autonomously to create artifacts. In einem solchen System, und daher habe ich eben vorher schon diese Systembegrifflichkeit bei Simondon erwähnt, in einem solchen System sind alle sich vollziehenden Prozesse berechnet und dennoch unberechenbar. Die Simulation ist bestimmt durch Regeln, welche Lomas aufstellte, um bestimmte Vorgänge zu initiieren, die sich innerhalb dieser Simulation vollziehen sollten, insbesondere der Vorgang organischen Wachstums. Die verschalteten Zellen werden bestimmt von Regeln darüber, welche Kräfte zwischen den Zellen herrschen, sowie Regeln darüber, wie die Zellen Nährstoffe akkumulieren. Also das sind natürlich fiktive Zellen und fiktive Nährstoffe, die in diesem System definiert wurden. Je komplexer das Regelwerk aber ist, desto schwerer ist das Resultat vorherzusagen. Ich zitiere nochmal Lomas. With a sufficiently rich simulation system, there is an expectation that surprising emergent results can be generated. Den Schaffensprozess umschreibt Lomas mit dem Begriff der Exploration, welchen er sowohl auf die Festlegung von Regeln bezieht, als auch für das, was dann aus dem Simulationsprojekt oder aus der Simulation entsteht, also dann die Erkundung der Bandbreite von möglichen Resultaten, die dann erreicht werden innerhalb dieses Systems.
Das System kann also, eben um nochmal diesen Begriff von Simondon zu übernehmen, als metastabil bezeichnet werden, insofern Regeln fixiert sind, aber der Ausgang des Prozesses sich erst in dem Moment manifestiert, als der Prozess sich auch tatsächlich ereignet. Außerordentlich spannend dabei ist die Tatsache, dass es nicht eigentlich die erstrebten und erzielten Produkte der Simulation waren. Lomas spricht von Intricate Sculpture Shape, also nicht das Ergebnis oder die Produkte der Simulation waren das, was verblüfften, sondern die Vorgänge auf dem Weg zu diesen Formen. Ja, ich bin sofort fertig. genau. Lomas sagt, the results have exceeded the initial expectations. Many rich behaviors appear to emerge, such as complex folding, branching, rhythmic pulses and waves of growth propagating across surfaces. These can be particularly observed in the animation created from the simulations. Nicht die entstandenen Formen der Zellgebilde übertrafen demnach das antizipierte Resultat, sondern das Verhalten der Zellen. Also die Faltung, Verzweigung, rhythmische Impulse und so weiter. Und diese natürlichen Prozessen sehr nahe kommenden Reaktionen, also wir sehen in der Natur tatsächlich solche pulsierenden Wachstumsphasen oder Zellkernteilung in Wellen, diese Reaktionen sind insbesondere an den durch die Simulationen geschaffenen Animationen beobachtbar, was Lomas in dem Zitat, das leider nicht mehr sichtbar ist, explizit hervorhebt. Die Prozesshaftigkeit der Animation offenbart erst die Lebensnähe der von Lomas geschaffenen Datenstrukturen. Von der Ausgangslage bis zum komplexen Zellgefüge, das einem Gehirn oder anderen Organen teilweise sehr ähnlich sieht oder dem sehr nahe kommt, vollzieht sich nicht nur eine Transformation, sondern die sich transformierenden Erscheinungen, die sich transformierende Erscheinung wird auch von einem zuckenden, pulsierenden Eigenleben erfasst, was Lomas hier beschreibt, das von dieser Transformation im Prinzip unabhängig ist. Die Formen werden hier lebendig, sie werden wirklich. Ein bisschen überziehen, glaube ich, weil wir danach hier auch in der Mensa essen. Also das ist nicht so stressig. Ja, gibt es Fragen? Bitteschön. Ich glaube, wir müssen es mit... ja, ich würde es mit Mikro machen, weil wir auch noch im Livestream sind. Ja, danke schön an alle drei für die interessanten Vorträge. Besonders in Bezug auf den ersten und den zweiten Vortrag. Bei diesen Themen Wirklichkeit und Animation, Referenzialität hatte ich sofort die Assoziation mit Wasser- oder Fellsimulationen, zum Beispiel bei Pixar, sei es jetzt Fell in die Monster AG oder Wasseranimation und Simulation in Findet Nemo und so weiter. Und die verblüffen einen ja immer irgendwie schon durch ihre ja scheinbare Realität und oder den Realismus und haben ja dann scheinbar schon sowas wie eine ja Referenzialität auf die Natur, auf die Wirklichkeit. Und da fragte ich mich, ja, inwiefern spielen dann auch solche Simulationen eine Rolle für ja Tech-Demos oder so? Also sind das auch schon Technik-Demonstrationen im Film selbst im Prinzip? Und welche Relevanz hat da die Indexikalität oder die Referenzialität auf die Wirklichkeit? Ich hoffe, das ist klar geworden, die Frage. Ich mache schnell den Boten des Mikros. Genau, also ich kann da direkt, glaube ich, einhaken, aber Felix wahrscheinlich gleich auch noch. Ja, absolut. Also der Fokus, den ich jetzt zum Beispiel gelegt habe auf diese beiden besonderen Filmgenres, wenn man die so nennen will, oder Gattungen oder was auch immer das dann ist, womit ich mich da gerade beschäftige, ist natürlich irgendwie
ja, also nur ein Ausschnitt dessen. Also ich glaube schon, dass natürlich klar der Animationsfilm selber sehr viel genau darüber nachdenkt, was für Materialitäten er da ausstellt und dass es natürlich um auch in Filmen von Pixar oder so immer um das Staunen geht und diese Realreferenz, also immer wieder abzugleichen, hat mich das jetzt überzeugt oder nicht und dass das natürlich zum Spektakel dieser Filme ganz klar dazugehört. Und vor allen Dingen finde ich ja auch interessant, dass, ich meine, das ist natürlich etwas, was sowohl für analoge als auch für digitale Animations gilt, also auch bei Fleischer zum Beispiel ist es ja ganz klar, dass diese Rotoskopieverfahren darauf ausgelegt waren, zu sagen, wow, das ist eine hochgradig artifizielle Figur, aber warum bewegt die sich so echt? Ne? Also das ist natürlich etwas, was in Animation immer schon auch historisch eingeschrieben ist, aber dass gerade natürlich sowas wie digitale Verfahren heutzutage und das, was Simulationssoftware oder also Animationssoftware macht, genau darauf ausgelegt ist, also weil die so viel über Physik nachdenken. Ne? Also das ist halt das Spannende, dass da immer wieder die Frage im Raum steht, was haben wir da eigentlich für Prozesse, wie können wir von denen abstrahieren, aber wie können wir die auch in Formen umsetzen? Also deswegen glaube ich, dass das eben, also natürlich für alle Formen von Animation irgendwie gilt und nicht nur für die, die ich jetzt zum Beispiel gezeigt habe. Ja, ich glaube, das Interessante ist ja, dass man mit sowas irgendwann, erstmal ein kurzer Teaser, es wird ja einen Vortrag zu Wasseranimation geben heute Nachmittag. Was ich glaube ich interessant finde, ist, es ist ja schon irgendwann so einen optischen Ununterscheidbarkeitspunkt erreicht. Ne? Also das habe ich ja so ein bisschen bei den Fell-Demos gesehen von dir. Bei mir ging es ja schon sehr stark darum, dass das, was wir da sehen, in seiner Artifizialität, in seiner Künstlichkeit sehr klar erkennbar ist, dass es eben nicht reales Wasser ist, dass es kein reales Fell sein kann. Ne? Und ich glaube, der Punkt ist dann, was machen wir damit? Ne? Wenn wir auf einmal zumindest mit unserem normalen Analysebesteck an diese Ebene nicht mehr rankommen und man dann, glaube ich, zwangsläufig auf diese Produktionsebenen gehen muss, um zum Beispiel hier noch eine Referenzialität oder sowas oder eine Indexikalität zu behaupten, eben weil es ja optisch vielleicht irgendwann keinen Unterschied mehr zwischen dem Pixar-Wasser gibt und dem Live-Action-Wasser oder dem realen Wasser draußen. Gibt es weitere Fragen? Ja. Ja, danke schön für eure Vorträge. Ich habe eine Frage zu dem Begriff des Realen, weil einige von euch so ein bisschen euch darauf bezogen habt, aber es ging um jetzt eine neue oder die Definition der Animation, aber was eigentlich mit der Realität oder der Wirklichkeit so gemeint ist, weil es da mittlerweile ja auch andere Begrifflichkeiten gibt, zum Beispiel animierter Realismus, Hyperrealismus, digitaler Realismus. Wie bezieht ihr euch darauf jetzt bei euren Themen? Ist es für euch relevant, auch da nochmal Unterscheidungen zu machen oder bleibt ihr da eher jetzt im Animationsbereich? Ja. Ich will mich jetzt nicht sofort regeln, aber ich habe mich natürlich aus dieser Frage schön rausgestohlen mit meinem über Wirklichkeit rede ich jetzt irgendwie nicht. Ich glaube, dass das genau deswegen Animation halt genauso spannend ist für diese Fragen. Also ich glaube nicht, dass man da jetzt sagen kann, wir können das so ganz klar katalogisieren. Also ich bin jetzt mit einem sehr breiten Begriff rangegangen, der sehr stark aus dem Material selbst argumentiert. Also die Frage, wie das Material selbst seine eigenen Wirklichkeitsbezüge konstituiert und damit überhaupt das konstituiert, was Wirklichkeit ist. Deswegen bin ich so jemand, der das eher so von unten quasi in den Materialien suchen würde, also wo das selbst thematisiert wird. Man kann natürlich auch den umgekehrten Weg gehen, also quasi Konzepte daraus dann zu entwickeln und die dann irgendwie wieder anderem aufzupfropfen. Aber ich finde gerade, also ich meine, wir bewegen uns dann natürlich in einem Feld, was philosophisch seit Jahrhunderten und Jahrtausenden beackert wird, nämlich die Frage des Realismus. Ich glaube aber deswegen, also mein Weg ist es dann eben, mir deswegen genau anzugucken, wie diese Filme oder wie so bestimmte Genres oder Materialien das selbst thematisieren, damit ich quasi, also ich halte mich dann immer so ein bisschen raus aus der Frage, sagen zu müssen, was Wirklichkeit oder was Realismus ist. Ich sage halt, was es quasi in diesen Materialien ist, die ich mir anschaue. Das ist so mein Weg daraus. Ja, also ich habe ja den Begriff Realität, ich weiß nicht, habt ihr den schon auch verwendet oder in euren Talks? Ich habe den umgangen und bei der Wirklichkeit ist es so, dass ich jetzt in dem Zusammenhang das tatsächlich auch ein bisschen auf mein Projekt aufgesetzt habe, aber es ist trotzdem eigentlich als operativer Begriff gar nicht so unnützlich, weil ich ja eben von diesem Spannungsverhältnis auch zwischen virtuellem und nicht virtuellem spreche und ob ich jetzt da von Wirklichkeit spreche oder nicht und ob ich das wirklich kategorisieren muss als abgeschlossene oder als definiert festzulegende irgendwie Zuschreibung, ist eigentlich nicht ganz so zentral wie die Möglichkeit, dass eben dieses Spannungsverhältnis einmal aufgemacht werden kann zwischen Imaginiertem und Wirklichem. Also das von meiner Seite.
Ich will vielleicht nur kurz ergänzen, was ich interessant finde, ist, was glaube ich auch in euren Sachen zum Ausdruck gekommen ist, ist, dass es gar nicht so unbedingt produktiv ist, Animationsfilm sehr stark von sowas wie Wirklichkeit oder Realität abzukapseln, ne? Zu sagen, es gibt imaginierte Welten, das ist alles so traumhaft, das hat mit unserer Alltagsrealität gar nichts zu tun, sondern vielleicht wirklich eher so ein bisschen, also so verstehe ich deine Frage auch, ne? Zu sagen, dass es sehr interessante Bezüge gibt zwischen sowas wie unserer Erfahrungswelt, philosophisch absolut aufgeladenen Begriffen von Realität, dem Realen ist auch nochmal was anderes, ne? Sich sehr genau diese Bezüge anzuschauen. Und dann würde man wahrscheinlich sehen, dass es sehr viele interessante Verwurzelungen von Animationen in sehr verschiedenen Realitäten gibt. Ja, vielleicht dran anschließend meine Frage, ist das nicht, das animierte Bild ist auch ein Referent und ist Realität für uns perzeptuell wahrnehmbar. Und das ist die Frage nach der Bewegung auch, die, glaube ich, die drei Vorträge verbindet, interessiert mich in dem Zusammenhang. Du hast von Prozessualität, von Prozesshaftigkeit gesprochen. Und natürlich ein Teil der Prozesshaftigkeit in dem Fall ist die Bewegung und wie sich Formen bewegen. Würdest du sagen, es gibt sowas wie Bewegungsformen auch, die spezifisch im medialen Bild geschuldet sind, oder andererseits, wie ist das die Verbindung von natürlichen Bewegungsformen zu animierten Bewegungsformen? Kannst du da oder vielleicht, ja. Also ich kann sicher was dazu sagen, weil eben das ist ja das, diese Fragestellung, die mich auch interessiert. Ich habe einfach keine abschließende Antwort dazu, aber was ich sicher eben sehr spannend finde, ist, dass die Bewegung jetzt im Film halt Formen auch zeichnet. Also es ist auch ein Nachvollziehen von einer Bewegung, die sozusagen etwas zurücklässt, und das ist dann die Form. Also das jetzt in Bezug auf den Film. Aber mich interessieren halt eben auch diese naturwissenschaftlichen Ansätze, und da ist es eben tatsächlich auch sehr häufig so, dass die Bewegung oder zumindest die Zeitlichkeit als Konzept irgendwie zur Erklärung herbeigezogen wird, weil eben die Form als solche nicht bestimmt werden kann, wenn man nicht einen Anfangs- und Endpunkt hat. Ja, vielleicht zur Frage der Bewegung. Ich meine, bei dir, Julia, geht es halt auch darum, Dinge in der Bewegung oder von der die Bewegung zu zerlegen, zu verlangsamen, die einzelnen Elemente, die dann letztlich zur Bewegung führen, auch zusammen auseinanderzunehmen quasi und zu analysieren auch. Das möchte ja auch so eine Deckdemo genauso wie ein Making-of machen. Also diese sehr, sehr vielschichtige Beziehungen zur Bewegung in diesen sekundären Filmen oder Paratexten. Also wie ist da deine? Ja, also die Bewegung ist natürlich ganz entscheidend, ne? Das meinte ich ja auch in Bezug auf diese Zeitrafferbilder, also wo wirklich daraus, gerade aus diesen unterschiedlichen Bewegungsformen, gerade in der Stop-Motion, dann ja ein Argument kreiert wird tatsächlich in diesen Making-ofs, aber auch natürlich in den Filmen selbst. Diese ganzen Filme gehen ja darum, dieses Faszinosum von Bewegung, von Unbewegten irgendwie auszustellen. Aber ich fand das eben deswegen auch so eindrücklich in deinem Vortrag, Vera, weil das tatsächlich ja auch wirklich eine Chance ist, darüber, also quasi Visualitäten zu erzeugen, über die man mit mikroskopischen Techniken zum Beispiel schlecht nachdenken kann. Also mikroskopische Techniken liefern einem bestimmte Bilder und ganz oft eben Standbilder. Also eine Zelle beim Wachsen zu sehen, ist natürlich in der experimentellen Anordnung hochgradig kompliziert, ne? Weil natürlich diese Zelle darauf angewiesen ist, dass sie Nährstoffe hat, dass sie sich genau in einer bestimmten Art und Weise verhält, und dass eben genau deswegen ja diese Simulationen, die da möglich sind über Animationssoftware. Also ich fand das gerade total überzeugend und spannend, also dann zu sagen, genau diese Bewegung, also diese Formwerdung im Werden, also wirklich dieses simondonsche Werden da so heraustritt, ist natürlich absolut basiert auf dem, was Animation kann, nämlich im Gegensatz zu einfach herkömmlichen Diagrammen und Modellen. Also es ist quasi irgendwie eine fortgeführte Form der Diagrammatik, aber eben genau eben in der Bewegung. Ja, ja. Okay. Hallo, ich wollte nur was ansprechen, genau zu diesem Thema in dem Film Cellular Forms, genau diese von auf Deutsch zu sprechen, ich bin ein bisschen. Aber ich glaube, aus Animatoren, dass eigentlich da fehlt dieser Rhythmus in der Natur. Für mich, meine Wahrnehmung davon, ist, dass das sehr künstlerisch war, diese Animation. Für mich hat gefehlt, was man als Animator weiß,
dass man was accelerate und dann constant und decelerate und das wie eine Blume, ne? Dass sie braucht erstmal diese Energie und sie geht langsam und dann accelerate und dann wieder langsam. Und ich glaube, in dieser Animation da hat es gefehlt und das für mich hat dann das, dieser Leben gefehlt, in der Bewegung genau. Und ich weiß nicht, was ihr denkt darüber. Ich kann diese Wortmeldung nachvollziehen. Ich glaube, das Ding jetzt bei diesem letzten Beispiel ist einfach, dass es eben sich tatsächlich um eine Simulation handelt und nicht in dem Sinne um einen Film, der darauf ausgelegt war. Beziehungsweise es ist ein exploratives Experiment, wo es wirklich auch darum ging, Dinge auszuprobieren und eben zu sehen, wie verändern sich Dinge, wenn man den Input ändert oder wenn man Regeln verändert und so weiter. Also von daher, vielleicht kommt das ein bisschen von da, dass es tatsächlich vielleicht so etwas Ähnliches ist, wie wenn man einem Wissenschaftler über die Schulter schauen würde, der irgendwie in sein Reagenzglas irgendwelche neuen Dinge einfügt, um ein neues Ergebnis daraus zu nehmen. Vielleicht kommt von daher so ein bisschen dieser Eindruck. Genau, und was wir sehen, sind ja auch so mehrere, eigentlich verschiedene Szenarien, die er da darstellt, die werden auch so einfach aneinander gereiht, ohne dass es hier einen spezifizierten Übergang oder so etwas gibt, sondern das sind tatsächlich einfach verschiedene eben Szenarien oder Möglichkeiten, wie sich etwas abspielen kann. Aber gibt es noch weitere Fragen? Ja. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja, kurze Frage. Also für mich ist es sehr schwierig, alles zu verstehen. Ich komme vom Machen und ich kann es aber nachvollziehen, die Fragestellung. Jetzt habe ich manchmal immer so das Gefühl, ihr arbeitet etwas losgelöst von den Machern oder so. Inwiefern gehst du zum Beispiel mit Leuten zusammen, die Houdini entwickeln und so, die dann das per se als Auftragsforschung quasi betreiben für ihre Softwarefirma, oder inwiefern bist du bei Disney Research in Zürich, die ja, und wo es auch um ähnliche Sachen geht, wenn es um Darstellungen im Game geht, oder wie, sagen wir mal, abgehoben reflektiert ihr da auf eurer wissenschaftlichen Ebene? Also das ist nicht böse gemeint. Ja, vielen Dank. Das ist eine total berechtigte Frage natürlich, weil die stellt man sich natürlich auch, wenn man sich mit den Sachen auseinandersetzt. Ich glaube aber, dass die Fragen, also ich habe das ja versucht, so ein bisschen über diese drei Ebenen aufzudröseln, dass es sowas gibt wie irgendwie das Wissen der Produktion und die Wirklichkeit der Produktion, dann quasi die Wirklichkeit der Filme selbst, also was die generieren und dann wiederum das, was die Theorie macht. Und ich würde die aber nicht trennen wollen. Das heißt, ich finde die Fragen durchaus berechtigt zu sagen, man muss sich stärker mit diesen Formen auch auseinandersetzen. Man muss selber mal animiert haben, um bestimmte Dinge zu verstehen. Und gerade auch der Blick in die aktuelle 3D-Software, die es so gibt, also Houdini und sonstiges 3DS Max, glaube ich, gibt es ja auch nochmal, da habe ich zumindest mal mitgearbeitet, ist aber auch lange her. Das sind natürlich Dinge, die sehr, sehr spannend sind. Ich glaube aber, dass es eben darum geht, anzuerkennen, dass man unterschiedliche Fragen generieren kann. Das heißt, man kann natürlich sowas machen wie Production Studies und in den Bereich gehen, sich anschauen, wie machen die Leute Filme, wie funktioniert das eigentlich, wie setzen die genau solche Algorithmen ein. Das ist sowas, was ich zum Beispiel in diesen Tech-Demos zum Teil jetzt irgendwie auch, was mir unheimlich schwerfällt, nachzuvollziehen, was die da manchmal machen. Die kommen dann da mit riesigen Zahlenkolonnen berechnen irgendwelche Bewegungen. Da bin ich ja auch raus, das kann ich auch nicht. Aber dass das irgendwie natürlich ein Fragehorizont ist, den man haben kann, dass man ja auch anerkennen muss, dass diese Videos dann zum Beispiel in anderen Kontexten zirkulieren. Das heißt, unabhängig davon zum Beispiel, wie jetzt genau konkret dieser Film entstanden ist, kann ich ja sagen, der wird in bestimmten Kontexten so und so rezipiert. Der wird da und da gezeigt oder der referiert zum Beispiel auf Ästhetiken, die man irgendwie aus der Kunstgeschichte kennt oder aus bisherigen Filmen. Das heißt, es ist halt so ein bisschen ein Antasten aus verschiedenen Richtungen. Und ich gebe Ihnen recht, dass das natürlich eine wichtige Frage ist, sich auch mit der Produktion auseinanderzusetzen. Ich glaube aber auch, dass um die Komplexität dieser Verhältnisse einzufangen, das aber auch nicht reichen würde. Also dass zum Beispiel ja eben die Filme auch zirkulieren. Deswegen, ich bin ja ein großer Freund von Pluralismen und deswegen glaube ich, dass eben unterschiedliche Fragen, unterschiedliche Vorgehensweisen genau ermöglichen. Wäre doch hochspannend, dann zu sagen, ich gehe jetzt zu Houdini und konfrontiere die Leute mit der Fragestellung und wie denken Sie Ihre Entwicklungsarbeit oder was Sie oder über wie denken Sie darüber nach, wie Sie diese Making-ofs überhaupt darstellen? Ja, also was bedeutet das? Das wäre doch auch extrem spannend. Ja, ist auch schwierig, da ranzukommen, ganz oft. Ne? Also ist auch die Frage,
Frage, kommt man bei Pixar, kommt man, also ich glaube zum Beispiel bei Pixar kommt man nicht einfach mal eben so rein, wenn man da sagt, Hallöchen, ich würde gerne mal was schreiben über Sie und können Sie mir mal erzählen, was Sie da machen. Aber deswegen genau, also ich finde halt auch, es muss Schnittstellen geben, ne? Also es muss irgendwie quasi eine Berücksichtigung dessen geben. Deswegen sind für mich eben gerade diese Tech-Demos und Making-ofs auch so hilfreich. Und ich glaube für viele AnimationswissenschaftlerInnen, wenn man das jetzt so trennen will, einfach um Einblicke in diese Prozesse zu kriegen. Also was ich gelernt habe über Greenscreen und MoCap, habe ich größtenteils aus Videos gelernt und nicht, weil ich am Set war irgendwo und das gesehen habe. Aber es stimmt, es ist ein wichtiger Punkt, dass es da eigentlich viel zu wenig Forschung gibt bis jetzt an den Schnittstellen. Ich glaube, das Schöne ist aber, dass so eine Konferenz wie die hier oder die Aktivitäten der AG eine sehr gute Schnittstelle sind, die es, glaube ich, auch in der Form in ganz anderen Bereichen der Film- und Medienwissenschaft nicht so stark gibt. Ne? Also wir machen auch alle noch andere Sachen und so und wo, glaube ich, man viel stärker den Elfenbeinturm und die Blase merkt, in denen sich so manche Debatten bewegen. Und ich glaube, was wir schon oder was dann so ein bisschen unsere Kompetenz oder der Ansatz oder so als Medienwissenschaftlerin sein kann, ist zum Beispiel, sich diese Making-ofs anzugucken, die ja gerade nicht frei von Rhetorik und von Überformungen, vom Aufrufen bestimmter Ideen und Konzepte sind. Also diese Idee, dass ein Animator eigentlich ein Schauspieler ist, ist ja erstmal ein total starkes rhetorisches Argument. Und man kann sich natürlich anschauen, was ist das eigentlich für ein Bild von Produktion, was mir ein Making-of vermittelt. Das ist ja nicht einfach neutral. Es ist ja eben keine, objektiv klingt auch blöd, aber kein unschuldiger Dokumentarfilm, der da läuft, ne? Sondern da wird ganz massiv, glaube ich, mit bestimmten Vorannahmen, mit sehr alten Kulturtraditionen gearbeitet, die unheimlich spannend sind. Und ich glaube, dass das schon auch was ist, was wir dann zum Beispiel, was uns interessiert oder wo wir vielleicht Fragen draus generieren können. Ich sage ganz kurz was, weil wir gemeinsam bei einer Tagung waren, wo gerade diese Max-Planck-Bilder von den wabernden Körpern von den Psychologen vorgestellt wurden. Also da war die direkte Auseinandersetzung auch mit der Ästhetik, die hier erzeugt wird. Und insgesamt gibt es halt auch wenig Bewusstsein für die ästhetischen Mittel, die hier gewählt werden und was die mitkommunizieren, wo dann wieder die Stärke von der Filmwissenschaft und Medienwissenschaft ist. Ja, und ich möchte daran anschließen, ich glaube nämlich auch, dass gerade die Animationswissenschaft eigentlich eher schon so praxisorientiert ist. Also quasi neben dieser Veranstaltung hier jetzt, dieser Jahrestagung, gibt es ja seit 2013 ganz viele Symposien, die auch bei Festivals angesetzt sind. Also ich veranstalte es in Zagreb, dann gibt es eins in Stuttgart, der Jürgen Hagler macht eins quasi bei der Ars Electronica. Das heißt, wir suchen auch diese Schnittstellen. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass der Andreas Kade gerade nicht im Raum ist, weil wir versuchen ihn immer dazu zu bekommen, sozusagen uns Medienwissenschaftler nochmal verstärkt auch bei der FMX einzubinden, weil gerade so die FMX, da kommen eben dann auch die Praktiker her und die kriegt man dann auch, mit denen kann man dann auch sprechen und da gibt es dann Vorträge dazu. Und Vielleicht, wenn wir ihn jetzt getrennt dann in der Mittagspause nochmal alle drauf anreden, dass das wahnsinnig wichtig wäre, dass quasi dieser Connect zwischen Medienwissenschaft und auch diese Schnittstelle zu den Praktikern einfach wahnsinnig wichtig ist. Okay, wir müssen zum Ende kommen. Nochmal einen großen Applaus für die drei Vortragenden. Und Franziska sagt jetzt weiteres Organisatorisches. Also alle Speaker und alle, die quasi das Catering gebucht haben, müssten eigentlich einen Gutschein jetzt haben für die Mensa. Diejenigen, die keine haben, einfach können trotzdem hingehen. Sie ist gleich quasi gegenüber von der Eingangshalle. Wir machen weiter um 13.30 Uhr mit dem Panel Wirklichkeit animiert, Animation und Dokumentation. Und wir hatten jetzt quasi so die beiden Extreme, ein sehr praxisnahes, eine praxisnahe Keynote und ein sehr theoretisches Panel. Und die nächsten Panels werden wahrscheinlich so etwas quasi mehr in der Mitte liegen. Ja, aber auf jeden Fall mal Mahlzeit.